Leute, heute gibt es mal ein ultimatives Skin-Battle. Boah, das ist auch ein heftiges Battle. Also ich feiere ja, beide Skins unglaublich hart. Also das ist schon sehr krass, das Battle, muss ich schon echt sagen. Es sind zwei heftige Skins, die ich echt feiere. Alter. Das ist hart, das ist hart. Okay, das heißt, wir haben folgendes Finale, Lukas. Trage doch gerne Creator Code Clash Games bei dir im Shop ein, um mich kostenlos zu unterstützen, wenn du dir etwas mit Juwelen kaufst. Jo Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Und wie ihr gerade neben mir seht, ich habe hier wieder den Lukas mit am Start. Was geht ab, Meister? Moin, Freunde, was geht? Moin, moin. Leute, heute gibt es mal ein richtig krasses Battle, beziehungsweise eine kleine Weltmeisterschaft, eine kleine Olympiade, und zwar ein ultimatives Skin-Battle. Ja, ich habe das Ganze tatsächlich bei Kairos Time gesehen, deswegen grüße ihn an der Stelle raus. Ich habe das Ganze über ihm in der Beschreibung gefunden und er hat gesagt, jo, ihr könnt das Ganze auch mal selber ausprobieren. Und das werden Lukas und ich heute machen. An der Stelle, Leute, lasst natürlich gerne schon mal wieder einen fetten Daumen nach oben da. Schaut bei Lukas vorbei, schaut bei Kairos vorbei. Teilt es mit euren Freunden, abonniert gerne kostenlos den Kanal und aktiviert die kleine Glocke. Und noch eine ganz, ganz wichtige Sache, Leute. Und zwar am 5.9. ist es soweit. Schaut euch das hier mal an. Alter, es gibt einfach ein Danita Plüschkissen und es ist so unglaublich weich, Leute. Ihr würdet das so gerne jetzt auch gerade in der Hand halten wollen. Das ist richtig nice und das ist noch nicht mal das Einzige. Zu eurem Plüschkissen bekommt ihr dann noch Folgendes. Und zwar zum einen ein richtig nices Poster, drei coole Sticker, eine handsignierte Autogrammkarte und ein weiteres Highlight wartet auf euch. Und zwar, wie gesagt, kommt das Ganze am 5.9. um 14 Uhr auf damage.de raus, limitiert auf 1000 Stück. Und wenn ihr euch ein Plüschkissen kauft, dann bekommt ihr nicht nur diese ganzen Sachen dazu, die ich euch gerade aufgezählt habe, sondern auch noch eine Brotdose. Leute, schaut euch das mal an. Perfekt, jetzt für den Schulstart. Ich weiß ja, viele von euch müssen jetzt wieder zur Schule und da wollt ihr natürlich auch eine nice Brotdose haben. Schaut euch die mal an, die ist richtig cool, richtig viel Platz. Hier kann man auch noch das Brot aufteilen und dann vielleicht auf der anderen Seite noch ein paar Süßigkeiten oder sowas reintun, wer weiß. Also gönnt euch auf jeden Fall, seid schnell, das Ganze limitiert auf 1000 Stück auf damage.de. Kostet auch nur 36,95, also ein sehr, sehr fairer Preis für das, was ihr bekommt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt in die Weltmeisterschaft rein. Okay Leute, das ist hier die kleine Tabelle. Hier hat sich jemand die Mühe gemacht und hat einfach mal jeden Skin mit aufgenommen. Lukas, erstmal eine Frage. Hast du inzwischen eigentlich jeden Skin oder fehlen dir da noch welche? Mir fehlt nur noch Star Shelly, aber ansonsten habe ich alle. Also auch alle Star-Punkte-Skins und so weiter. Ach, Star Shelly fehlt dir noch? Ja, ja, ja. Aber wird schwierig sein, die zu bekommen, Kollege. Also, das tut mir aber schon mal sehr leid. Die bekomme ich bestimmt, bevor du beide Gold-Mac-Skins hast. No front. Okay, Leute, ich würde sagen, wir starten rein. Okay, Leute, wie gesagt, jeder Skin ist hier mit dabei und das erste Battle ist hier Mecha-Crow gegen Nacht-Mecha-Crow. Man kann auch eigentlich sogar sagen, das ist so ein kleiner Skin-Contest hier. Ja, Mann. Und ja, ich würde sagen, du kannst einfach mal sagen, wer hier das erste Battle gewinnen soll. Also ist ja auch Gems vs. Star-Punkte, aber für mich persönlich Nacht-Mecha-Crow krasser irgendwie vom Design. Okay, Nacht-Mecha-Crow. Dann haben wir jetzt den weißen Crow und den tropischen Sprout. Also ich muss sagen, vor dem Remodel von Crow hätte ich gesagt, der tropische Sprout, aber jetzt danach muss ich sagen, das Remodel ist richtig geil geworden von Crow. Ich muss auf jeden Fall Crow den Punkt geben. Stimmst du mir zu? Ja. Oh, ich weiß gar nicht, wie der Colt heißt, aber links auf jeden Fall den Piraten-Colt. Ah, stimmt, Rockstar-Colt. Okay, Lukas, was meinst du? Auf jeden Fall der Piraten-Colt. Der andere hat ja nicht mal Animationen und so. Ja, stimmt, stimmt. So, dann haben wir den Dynastie-Agenten und den relativ basic Colt. Ich glaube, da gehen wir auch mit dem Dynastie-Agenten. Ja. Aber ich muss da tatsächlich jetzt, also, nee, du bist jetzt dran, aber ich habe da eigentlich relativ klar eine Meinung. Auf jeden Fall links, also in Rot finde ich nicer. Genau, genau, da muss ich aber auch sagen. Oh, okay. Einmal den Drunk Barley und den Kuchenwerfer Barley Skin. Also da werde ich schwach, wenn ich den linken Skin sehe, so.
Ja, also da den Kuchen, den will ich schon gerne aufessen. Also deswegen gehen wir auf jeden Fall mal mit der linken Seite hier. Auf jeden Fall Popcorn, das krasser, finde ich. Ja, also ich muss sagen, ich feiere den Skin auch ultra. Den haben auch nicht so viele Leute. Da muss ich schon sagen, der ist mir ein bisschen sympathischer, Leute. Stellt euch mal mich hier mit Rose vor. Ali, bitte einmal mich mit Rose hier machen. So, dann haben wir hier den Nachthexer Mortis und den Rockabilly Mortis, den man nicht mehr kaufen kann. Was meinst du? Welcher sagt dir mehr zu, Lukas? Ja, der Rockabilly. Ich finde den Nachthexer so weird, Alter. Ja, muss ich aber auch sagen. Okay, mit Hut oder ohne? Boah, da streiten sich ja viele Leute. Aber ich sag mit Hut. Zwei nice Skins, ich feiere die beide sehr. Einmal hier rechts den. Das ist ganz klar. Okay, was sagst du? Ja, auf jeden Fall dunkle Ritterin Jessie. Okay, hier haben wir den zwei cute Skins von Jessie. Einmal links hier den kostenlosen, rechts den Tanuki. Ich muss schon sagen Tanuki, der linke ist halt nichts Besonderes tatsächlich. Also für mich der Händler Gale. Okay, Peter gegen Ems. Also da muss ich schon sagen Peter. Ja. Oh, Gold gegen Silber. Klar, immer Gold. Immer Gold. DJ Frank gegen den normalen Frank, beziehungsweise, nee, nicht den normalen Frank, aber gegen den Frank-Skin mit dem Knochenhammer. DJ, würde ich sagen, Leute, der ist schon nicer mit dem Bildschirm. Das ist auch relativ klar die Sache, dass da hier der Jackie-Skin gewinnt. Oh, okay. Also, auch eine ganz klare Sache, würde ich sagen. Ah, ich weiß es gar nicht. Also, ich bin für den linken Skin. Was? Ja. Nein, der rechte viel krasser. Also, ich feiere den linken, aber du bist dran mit der Entscheidung. Das heißt, wir gehen jetzt, was du sagst. Okay. Boah, auch zwei nice Brock-Skins, muss ich schon sagen. Aber ich glaube, da nehmen wir den linken. Der sieht ein bisschen cooler aus. Ich hätte den rechten genommen. Ah, okay, okay. So, was meinst du jetzt hier? Ja, also, auf jeden Fall schläfriger Sandy. Ich wollte gerade sagen, also der Bandita Shelly hier nimmt, ey, der ist echt ein bisschen lost. Ja. Okay, da musste ich gar nicht fragen, beziehungsweise müssen wir gar nicht diskutieren hier. Okay. Ja, meine Schwäche auf jeden Fall. Ja. Der rechte Skin dann. Okay, der rechte Skin. Gold Mecha Crow gegen Nacht Mecha. Das sollte aber eigentlich auch relativ klar sein. Und ich glaube auch hier relativ klar. Außer du willst hier irgendwas gegen sagen. Okay, sehr schön. Auch schwierig. Ich würde sagen Dynastieagent. Ja, würde ich auch sagen. Bin für Kuchenwerfer. Oder auch hast du. Okay, kein Einspruch. Oh, das ist ein krasses Battle. Die reichen Skins hier. Die reichen Skins. Finde ich aber ganz eindeutig. Ja, ich bin auch auf jeden Fall für den Rico-Skin. Ja, ja. Der andere hat so eine kaputte Flasche, die unterm Bahnhofsding liegt. Sag immer, du so auf so einer Bahnhofstoilette liegt die so. Was? Echt jetzt? Ja, ja. Okay, dann haben wir jetzt den Rico, den Popcorn-Rico und den neuen Rico. Wer ist der nochmal? Wächter-Rico. Echter Rico, okay. Ah, da darf ich jetzt die Entscheidung treffen. Da kommst du schon mal weiter hier. Okay, Lukas, was meinst du? Der Schurkenmord eindeutig. Ah, schwierig. Ja, der doch, linke also, kostet sehr viel und der rechte eigentlich nichts, ne? Ja doch, wir gehen mal mit dem linken hier. Okay, Lukas, was sagst du? Eigentlich schon Tanuki Jessie sogar. Schwierig, aber ich gehe da auf jeden Fall mit Jessie, mit der Kneipenschlägerin. Und DJ Frank, würde ich sagen. Oh, krass. Der goldene Skin fliegt hier raus. Boah, das ist auch ein heftiges Battle. Also ich feiere beide Skins unglaublich hart. Also sowohl den Brock-Skin, der ist richtig, richtig geil. Aber auch der Jackie-Skin ist mega krass. Ich glaube, ich muss mit dem Brock-Skin gehen. Die finde ich nochmal ein bisschen besser. Same. Oh, okay, Lukas, was sagst du? Ja, das ist für mich easy, also den linken auf jeden Fall, weil ich mag Hot Water nicht so. Ja. Ah, da muss ich aber jetzt auch mit dem goldenen Shelly-Skin gehen. Lukas, deine Schwäche hier wieder. Ja, also rein vom Skin-Design finde ich Hexe Shelly sogar cooler. Aber? Aber Star Shelly ist krasser, also Star Shelly. Okay, du gibst dem Star Shelly den Punkt. Oh, das ist das Battle, Digga. Das ist für mich auch beim Skin-Contest immer schwer. Also für mich Gold Mecha Crow. Das ist hart. Nee, ich gehe mit dem Phoenix Crow. Ich liebe den Skin. Wow. Okay, Lukas, jetzt kommen schon interessante Battles hier. Was sagst du? Ja, da werde ich wieder ein bisschen schwach, Kevin, muss ich sagen. Okay. Auch schwer. Aber ich glaube, ich gehe da auch wieder mit dem goldenen Rico. Lukas? Schurke. Oh. Komm, da gehe ich auch wieder mit dem Search-Skin. Da würde ich sagen, gewinnt Heldin
Kneipschläger drin. Sorry, Lukas, aber da muss ich schon sagen, der Brockskin ist schon sehr krass. Ja, den hätte ich aber auch genommen. Okay, und jetzt, was meinst du? Deine Schwäche oder Gold? Ja, vom Design her finde ich sogar den Goldskin cooler, ehrlich gesagt. Aber? Halt trotzdem Star Shelly irgendwie. Ah, krass. Okay. Jetzt kommen schon richtig gute Battles. Ich nehme den Phoenix Crow. Ah, wobei... Nee, da doch, ich habe mich schon entschieden. Doch. Okay. Reicher Rico. Reicher Rico, okay. Boah, ist jetzt das schon auch schwer. Für mich Heldin Kneipenstecherin. Ja, ich tendiere auch mehr zu ihr, hätte ich jetzt aber auch gesagt. Das ist jetzt deine Entscheidung, Lukas. Ich sage links. Phoenix Crow. Rechts. Oh, das ist krass. Also, diese beiden Skins sind unglaublich heftig, wirklich. Ich kann mich nicht entscheiden, Lukas, entscheid links. Du. Du sagst links, okay, krass. Mhm. Das heißt, wir haben schon mal ein Halbfinalteilnehmer, und zwar den Phoenix Crow. Gut, krass, dann müssen wir nicht viel diskutieren. Was sagst du hier? Ja, auch ganz klar eigentlich der Heliumboxer, ne? Der Heliumboxer, Achtung, sein Kopfplatz. Grüße gehen raus an Marvin. Okay, da muss ich sagen, der Skin hier, der goldene Leon. Okay, was sagst du hier? Ich würde sagen links auf jeden Fall. Okay, hätte ich auch genommen. Na, da bin ich beim Sakura Spike. Oh, Leute, ich nicht. Der Shibanita-Freunde, natürlich. Ehre. Boah, das ist auch immer eine ganz, ganz harte Entscheidung, muss ich echt sagen. Also auch beim Skin-Contest. Ja, da muss ich mal kurz meinen Kollegen hier fragen. Boah. Wow, was meinst du, welcher Skin ist krasser? Aha. Okay, meiner ist für der Leuchtnase-Nita. Meiner hat auch gesagt, nimm links. Aber es ist hart. Harte Entscheidung. Okay, Lukas. Evil Genie. Ja, hätte ich auch gesagt. Gold Pieper. Links. Ja, ich bin auch für links. Links. Ja, auch links. Rechts. Rechts, ja. Links. Der ist schon echt selten, der Chili-Koch Mike. Und jetzt auch nicht mehr in Rotation drin. Ja, auch links, muss ich auch sagen. Was? Du hast Coach Mike gedrückt. Was? Junge, ich bin lost. Nein, Junge, Mike ist so nice. Oh mein Gott, Digga, der Skin ist wirklich nice. Ups, das war aus Versehen. Ja, okay, sorry, Lukas. Mann. Okay, was sagst du hier? Rechts. Auch rechts. Links. Links. Auch links. Rechts. Ja. Oh, was sagst du jetzt? Links. Echt? Mhm. Okay, auch links. Mhm. Oh, ja, aber links. Auch links. Ja. Oh. Rechts. Echt? Ja. Kickst du den Boxer raus, den linken? Ja, ja. Oh, krass. Okay, also ich hätte den linken weitergelassen. Okay. Achtung, sein Kopf platzt. Links. Gut. Mhm. Sakura Spike oder Leon, was sagst du? Leon, okay. Na gut, du hast ja sowieso Sakura. Oh, nein. Oh, nein, Junge. Oh, das... Ich muss nochmal kurz Rücksprache halten. Was meinst du, Bro? Bist du sicher, Bro? Okay. Und? Der Leuchtnase-Nita. Krass, okay. Ja, Evil Genie. Ja, Gold Piper. Ich bin da auch wieder bei Piper. Auch ein nicer Skin. Und hier natürlich der Gold-Mecker. Ja, links auf jeden Fall. Ja. Aber auch ein nicer Tick-Skin, muss ich schon sagen. Ja, gut, hier nehmen wir auch links. Links. Links, okay. Ich lasse ja auch links weiter. Und rechts. Jetzt hier links weitergelassen. Gut, hier auch rechts. Und hier auch rechts. Okay, jetzt wird's schon interessant hier. Der Heliumboxer gegen den Goldenen. Deine Entscheidung. Der Heliumboxer. Achtung, sein Kopfplatz, Freunde. Und ja, auch hier der Leon natürlich. Evil Genie gegen Leuchtnase. Uff, Junge. Also man muss schon sagen, so leider vom Skin-Design finde ich Evil Genie schon Na, warte mal, meine Mom klopft gerade, ja? Ja, wir kommen gleich. Pizza-Star, Freunde. Aber jetzt ist hier gerade eine schwierigere Entscheidung. Also, was sagst du, Lukas? Ja, leider muss ich sagen, Evil Genie. Auch wenn also der Leuchtnase-Nita ein krasserer Ehrenmann ist, ne? Eindeutig. Ja, aber also der Evil Genie ist schon auch... Also, ist auch eine schwierige Entscheidung, muss ich schon sagen. Ja, links. Gold... doch, ich lasse den Goldmecker weiter. Links. Den Karl. Oh, schwierige Entscheidung jetzt. Beide sehr nice, aber links finde ich besser. Okay. Ja, rechts muss für mich.
Ja, der Heliumboxer, grüß ihn raus an Marvin, aber ich muss auch sagen, rechts, aber auch ein hartes Battle. Oh, auch ein hartes Battle, aber auch Evil Genie, würde ich sagen. Ja. Links. Boah, ja. Rechts auch. Ja. Also das ist schon sehr krass, das Battle, muss ich schon echt sagen. Es sind zwei heftige Skins, die ich echt feier. Aber für mich rechts eindeutig sogar. Dann gehen wir mit rechts, weil ich konnte mich da jetzt nicht entscheiden. Bin aber für rechts. Ja, ich auch. Uff, Alter. Das ist hart. Ich glaube, das ist sogar das Halbfinale jetzt gerade. Ja, also ich glaube, also für mich wäre das sogar ehrlich gesagt das Finale gewesen. Also die beiden sehe ich auf Platz 1 und Platz 2. Aber ich glaube, ich bin eher für links. Das Ding ist, schau mal, das Ding ist, ich habe mich das auch schon gefragt, aber auf lange Sicht hin, wenn der Evil Genie nicht mehr so ein richtig neuer Skin ist, ja, feiere ich das allgemeine Design von 8-Bit mehr, weil 8-Bit hat normalerweise zum Beispiel so Füße und da hat er so Tentakeln. Ja. Und diese fetten Arme und so. Und das ist eigentlich krasser abgewandelt als der Genie. Warte mal, jetzt müssen wir mal überlegen. Hat der Genie veränderte Stimme? Hat er ja, nicht, ja. Hat er? Bei dem Skin? Schon. Ja, ja. Ich glaube nämlich nicht. Ich bin mir nicht sicher, doch. Aber allein deswegen, weil 8-Bits Stimme, jetzt müssen wir halt auf die Details achten. Ich muss jetzt nämlich, glaube ich, auch sagen, 8-Bits Stimme, weil die halt schon echt richtig krass angepasst ist beim Evil Genie, muss ich jetzt... was laber ich eigentlich? Beim Virus 8-Bit muss ich auch sagen, rechts. Ja, also rechts für mich. Ja, auch wenn links vielleicht für viele gewinnen würde, weil er halt aber auch neuer ist, weißt du? Und dann nicht so normal irgendwie. Ja. Okay, das heißt, wir haben folgendes Finale, Lukas. Die Leute wissen es, ich feiere den Phoenix Crow unglaublich, aber ich glaube, der Virus 8-Bit, ich habe es gerade eben schon gesagt, er hat schon echt viele, viele Gründe, warum auch viel für ihn spricht. Hast du also noch irgendwas zu sagen? Für mich gewinnt eindeutig sogar Virus 8-Bit. Okay, also ich muss auch sagen, bei mir ist es unausgeglichen. Das heißt, deine Stimme macht jetzt den Unterschied und du sagst Virus 8-Bit. Das heißt, das Skin-Battle-Finale hat tatsächlich, ihr seht es hier, Virus 8-Bit gewonnen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr euch hier einzeln entschieden hättet. Wer ist euer bester Skin? Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr solche Weltmeisterschaften feiert, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Schaut bei Lukas vorbei, schaut bei Kairos vorbei. Lasst einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.